werde ich nachher verwenden. Okay, hier packe ich erstmal den Hammer und die Angel rein. So. Damit würde ich sagen, bin ich bereit. Das war nur ein Stein. Schrott brauchen wir ja auch noch. Holen. Na komm schon, gib mir noch Lehm. Sieht sehr gut aus hier. Puh. Jetzt kommt der Hai gleich und beißt mich von hinten. Ich weiß es jetzt schon. Da werde ich mich wieder erschrecken. Das war blöd. Ja. Komm nur her, jetzt werde ich dich noch töten. Das ist unfair. Ich weiß nicht, von wo er jetzt kommt. Ich habe ihn aber nicht getötet, oder? Egal, nochmal was abbauen. Ich wusste es. Nur auf den richtigen Moment gewartet. Kriege ich jetzt noch, oder? Nein, ich muss. Ich muss mir definitiv erst einen neuen Speer machen, damit ich den dann auch looten kann. Verdammt. Da habe ich ihn nicht erwischt, aber er mich. Okay. Kurze Pause.
Seetang-Eisen. Nasse Ziegel. Ich muss ein bisschen Leben regenerieren, bevor ich wieder darunter kann. Nicht, dass er mich gleich noch ausnockt. So erwischt man den leider nicht. Da hat er was gefressen. Da hat er Schaden bekommen. Komm her, Hai. Ich muss wieder regenerieren. Aber sobald die fertig sind, können wir den Schmelzofen machen. Ich würde trotzdem noch gerne nach ein paar Rohstoffen suchen. Jetzt habe ich ihn. Gut, der Hai ist tot. Habe ich zwar nur geringe Zeit, besser als überhaupt nichts. Sand kann ich zu Glas machen. Da. Da sind noch Sachen, die ich gerne haben will. Noch einmal tief Luft holen. Dann hole ich mir die. Und dann ist der Hai wahrscheinlich gleich wieder da. Ich spüre ihn schon im Nacken. Okay, ich habe soweit alles. Na schön. Haben wir noch genug, um uns noch einen Anker zu machen? Nein, leider nicht. So. Schmelze. Trockenziegel, ja. 4 Schrott, 6 Nägel. Perfekt.
Und mal sehen, was wir noch da auf dem Floß finden. Ich hoffe ja sehr auf Seile und Bolzen. Ich weiß jetzt nicht, was ich bekommen habe. Okay, Bolzen und Scharnier. Das ist ausgezeichnet. Oh nein. Habe ich genau gesehen, dass die gerade rechts von uns alle kamen. Aber jetzt kommen gerade überhaupt keine Rohstoffe. Trockenziegel. Schmelze. Na schön, Metallerz. So, wofür brauchte ich nochmal Scharniere und Bolzen? So, für eine große Anbaufläche vielleicht. Aber erstmal gucken, was noch. Ein Bolzen? Moment. Große Anbaufläche braucht keinen Bolzen. Nur hierfür brauche ich einen Bolzen. Das ist egal. Okay, da mache ich mir mal einen Haken. Dies ist im Grunde das gleiche wie der Kunststoffhaken, aber besser. Es ist schneller, haltbarer und kann weiter geworfen werden. Gut. So, und als nächstes würde ich für die große Anbaufläche, würde ich mir überlegen. Dazu muss ich das Floß aber noch vergrößern. Also bis jetzt läuft es ganz okay. Bis auf diese Hai. Das können wir eigentlich so lassen erstmal. Perfekt.
Was brauche ich, um noch so eine Kiste zu machen hier? So eine kleine? Kunststoff, Schrott und zwei Seile. Mit den Seilen wird aktuell knapp. Na schön. Davon hätte ich gerne noch eins. Okay, wir brauchen halt echt noch viel mehr Seile. Ach, apropos. Metallbarren. So, mit dem Metallbarren erforschen werden wir jetzt erstmal. Cool, jetzt können wir die auch herstellen. Anker, den großen Grill, Metallspeer. Ausgezeichnet, so. Der große Grill. Zwei Metallbarren. Zwei Metallbarren müssen wir erstmal nur machen. Das ist so das Hauptsächliche. Hierfür brauchen wir eigentlich nur normale Sachen noch zu farmen. Was habe ich denn noch erforscht? Der Metallspeer. Der braucht auch zwei Metallbarren. Okay, das ist ein bisschen viel. Genau, der richtige Anker. Drei Metallbarren. Oh Gott. Okay, kümmern wir uns erstmal um den Grill, würde ich sagen. Na gut, als allererstes kümmere ich mich gerade um die PvE-Flasche. PvC? PvC-Flasche. Na, ich weiß, dass du wieder anknabbern willst, hä? Ich habe keine Ahnung, was er jetzt gerade beschädigt hat. Euch fange ich auf der anderen Seite ab. Da. Die Blätter sind halt auch wichtig, wenn wir mehr Seile machen wollen. So, haben wir dann noch 6 Nägel? Ja, perfekt.
Ups. Okay, Kunststoff noch ein bisschen. Sehr gut. Komm her. So, also. Jetzt sind gerade die Metallbarren dran. Wir haben jetzt eine Flasche. Wie man unten an der Leiste sehen kann, kann ich da halt viel, viel mehr reinfüllen. Das ist echt ausgezeichnet. Das ist wirklich gut. So, Metallerz nochmal platziert. Den Grill verwende ich natürlich nochmal, um noch irgendwas zu braten. Hier die Kartoffeln. So. Oh, läuft doch gerade richtig gut. Da hinten wäre noch eine Insel, aber darauf verzichten wir jetzt fürs erste Mal. Das ist der letzte Metallbarren, der noch fertig werden muss. Ne? Du bleibst schön weg, ja? Gut, so. Der Grill, noch zwei Planken. Komm her. Du auch noch? Krieg ich dich von hier? Ja. Okay, das Fass treibt sonst an uns vorbei. So, der Grill ist fertig. Na toll. Das war jetzt dumm gelaufen. Okay. Holen wir uns so einen Metallspeer. Metallspeer. Bolzen. Haben wir dann noch einen Bolzen irgendwo? Nein, aber wir wissen ja jetzt, dass wir uns Bolzen herstellen können mittlerweile.
Na, die Kartoffel bringt aber wenig. Ja, jetzt können wir aber mal so einen großen Fisch hier drauflegen. Roher Lachs. Ich hoffe, der bringt auch deutlich mehr. So, ja, jetzt haben wir diese kleinen Grills, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr an sich. Ich kann die aber trotzdem mal erstmal hier so an die Ecke stellen. Da stören die auch nicht. Ach, Metallbarren. Hätte ich fast vergessen. Ich brauche ja meinen neuen Speer. Also jetzt läuft's doch richtig, ja? Mit den Netzen und allem. Und vor allem auch mit der Schmelze, da geht das jetzt richtig gut voran. Oh, der Fisch ist fertig. Sehr schön, jetzt zeig mal her. Jawohl. Okay, der hat mich fast voll gemacht und den kann ich dreimal essen. Das ist richtig geil. Ach, Planken platzieren noch. Da würde ich mal sagen, werde ich die jetzt mal alle hier schön grillen. So, jetzt wird es langsam echt was. Der Metallhaken hält auch schon viel länger.